Verdammt, da geht es nicht weiter. Als ich die Oase das letzte Mal besucht habe, gab es in diesem Kaktuswald noch einen Durchgang. Nach den Ereignissen mit den Janogeiern hat Bloody Fox einen Teil der Zugänge zugepflanzt und andere geöffnet. Und das sagst du mir jetzt, Bob? Uns läuft die Zeit davon. Wir haben 100 Apachen und 50 gefangene Comanchen bei uns. Das Wasser wird knapp und Wupperumugi ist mit seinen Kriegern sicher schon auf dem Weg. Wir müssen dringend zur Oase. Tut mir leid, Mr. Shatterhand. Ich wusste nicht, dass ihr die neuen Wege noch nicht kennt. Dann wirst du dich jetzt sofort an die Spitze setzen und uns führen. Das mache ich. Verlasst euch auf mich. Nehmt es ihm bitte nicht übel, Old Shatterhand. Nach dem langen Ritt durch die Wüste sind wir alle müde. Das ist den Comanchen egal, Holly. Ein Reiter! Da kommt ein Reiter in unsere Richtung. Was sagt ihr, Parker? Wo? Ganz dicht am Rand des Kaktuswaldes. Ich glaube, er winkt uns. Das ist Bloody Fox. Er hat uns gefunden. Na Gott sei Dank. Dann kann die Oase nicht weit entfernt sein. Hey Fox, ich bin's, Bob. Wie du siehst, lebe ich. Und ich habe Hilfe mitgebracht. Willkommen zurück, du treuloses Stück Kohle. Ho! Ich bin sehr froh, dass ich euch endlich finde, Old Shatterhand. Ich halte seit Tagen nach euch Ausschau. Dass ihr auch Bob mitbringen würdet, habe ich nicht zu hoffen gewagt. Ich hatte ihn fast schon aufgegeben. Die Comanchen hatten mich gefangen, doch Old Shatterhand und Old Surehand haben mich befreit. Dann haben wir uns mit den Apachen getroffen und sind so schnell wie möglich hergeritten. Denkt nur, die Comanchen wollen die Oase überfallen. Immer langsam, Bob, das weiß ich. Winnetou ist schon bei mir. Die Gefangenen hier, sind das die Comanchen, von denen Winnetou sprach? Leider nur die Vorhut. Wir haben sie im Tal des Sandes abgefangen. Woher kannten sie den Weg? Eisenherz ist der einzige Comanche, der jemals in der Oase war. Er hat die Vorhut angeführt. Und wo ist er? Er ist tot. Tot? Er hat mir keine Wahl gelassen und jetzt führt uns so schnell es geht zur Oase. Wir müssen uns mit Winnetou beraten, sonst bleibt Eisenherz nicht das einzige Opfer. Mein Bruder Old Surehand kommt zurück. Was hat er bei den 100 Bäumen beobachtet? Es sieht schlecht aus. Nale Masiuf und seine Comanchen haben die erste Welle der Kavallerie abgewehrt. Jetzt sind die 100 Bäume ein einziges Schlachtfeld. Die Soldaten werden verlieren. Old Shatterhands Befehl lautete, die Comanchen vorbeiziehen zu lassen. En Charco darf die Krieger der Apachen nicht eingreifen lassen. Ich weiß. Aber Old Wobble hat Shatterhands Plan zunichte gemacht. Ach, verdammt. Ich hätte ihr bei Captain Miller den Mund verbieten müssen. Was für ein Wahnsinn. Da reitet Old Wobble. Ihr blutet aus vielen Wunden. Ihr verteufelten Verräter! Warum greift ihr nicht an? Bewegt euch, ihr verdammten Feiglinge! Mäßigt euch, Old Wobble. An diesem sinnlosen Angriff seid ihr schuld. Ihr habt die ganze Schwadron auf dem Gewissen, wenn ihr nur zuseht. Und mich auch. Denn ich bin kein Hasenfuß. Hüa! Er hat zum Teil leider recht. Wir müssen eingreifen. Oder alles ist verloren. Das ist nicht der Wille Old Shatterhands. Häuptling, die Comanchen Wupperumugis sind schon in der Wüste. Ob es Old Shatterhand gelungen ist, Eisenherz aufzuhalten, wissen wir nicht. Und wenn Nale Masiuf die Kavallerie vernichtet, weiß niemand mehr, was geschehen wird. Vielleicht ziehen sie dann ab. Oder Nale Masiuf ruft noch weitere Stämme herbei. Und dann können wir ihn nicht mehr aufhalten. Was schlägt Old Shatterhand vor? Wir müssen diesen Wahnsinn dort unten beenden. En Charco führt seine Apachen in den Rücken der Comanchen. Ich nehme mir Nale Masiuf vor. Wenn ich ihren Häuptling vom Pferd hole, sind wir wieder im Vorteil. Wir tun, was Old Shatterhand verlangt. Old Shatterhand wird verstehen, dass wir keine Wahl haben. Die Krieger der Apachen sind bereit. Dann los! Hey-ja!
Hättest du sowas für möglich gehalten, Josh Harley? Eine grüne Oase, mitten im Glutofen des Leano Estacado. Natürlich hörte ich, als davon die Rede war. Aber jetzt wirklich hier zu sein, ist etwas ganz anderes. Es darf nicht sein, dass die Comanchen über diesen schönen Ort herfallen. Ich bringe hier etwas zu trinken. Ich bin so glücklich darüber, dass ihr alle hier seid, dass ich jedem einen Saft aus Früchten gepresst habe. Danke, Mutter. Genau das habe ich vermisst. Vielen Dank, Senna. Probiert. Meine Haushälterin Senna ist eine Künstlerin. Süß und zugleich erfrischend. So etwas habe ich noch nie getrunken. Was sagst du dazu, Sam Parker? Zwar kein Whisky, aber auch gut. Mein Bruder Old Shatterhand berichte jetzt rasch, was er weiß. Ich fasse mich kurz, Winnetou. Die Comanchen haben gegen die Armee das Kriegsbeil ausgegraben. Sie wollen die Oase erobern und die Truppen im Llano Estacado vernichten. Ich habe deine 300 Apachen am Regenberg aufgeteilt. Mit 100 Kriegern habe ich Eisenherz und seine Vorhut abgefangen. Er sollte den Kriegern von Wupa Umugi und Nale Masiyuf den Weg zur Oase abstecken. Old Shoehand und Old Wobble sollen die Soldaten bei den 100 Bäumen erwarten und zum Abzug bewegen. Sobald die Hauptmacht der Comanchen ebenfalls die 100 Bäume passiert hat, nimmt Encharco mit den übrigen 200 Apachen die Verfolgung auf. Das war klug gehandelt. So können wir die Comanchen von zwei Seiten bedrängen. Allerdings müssen wir Krieger zurücklassen, die die Gefangenen bewachen. Dazu werden wenige Mann ausreichen. Da wir ihre Pferde haben und sie ohne uns keinen Zugang zu Wasser haben, können sie nicht flüchten. Der Plan ist gut. Ich habe aber einen noch besseren Vorschlag. Raus damit, Fox. Alles kann helfen, sofern es schnell geht. Wir setzen fort, was Eisenherz mit seiner Vorhut angefangen hat. Wir stecken den Weg ab. Allerdings führen wir die Comanchen in die Irre. Wohin? In einen großen Kaktuswald. Ich kenne eine Fläche, die sehr ausgedehnt ist. Es führt ein enger Pfad hinein. Nach einigen Meilen endet er in einer Lichtung. Dort geht es nicht weiter. Das klingt gut, aber haben wir noch genug Zeit dazu? Der Kaktuswald liegt weit abseits der Oase. Das heißt, wir verschaffen uns Zeit, weil die Comanchen einen längeren Weg zurücklegen. Und wenn die Feinde im Wald der Stacheln sind, versperren die Krieger der Apachen ihren Rückweg. Die Comanchen werden sich ergeben müssen. Dann beginnen wir. Wir schneiden hier Äste und Hölzer, damit wir den Irrweg abstecken können. Dann reiten wir zurück zum Tal des Sandes. Dort hat Eisenherz die letzte Markierung gesteckt. Bloody Fox soll dir den Weg in den Kaktuswald zeigen. Ich nehme 50 Apachen mit. Dann sieht unsere Fährte für die Comanchen wie die von Eisenherz-Kriegern aus. Old Shatterhand nimmt die übrigen 50 Apachen und trifft sich mit Encharco. Du musst ihnen über unsere Pläne unterrichten. So machen wir's. Bob, Parker, Hawley, ihr kommt mit mir. Es ist gut möglich, dass ich euch als Boten brauche. Captain Miller, hört sofort auf! Wir haben euch nicht zum Sieg verholfen, damit das Blutvergießen weitergehen kann. Mr. Shoehand, diese Comanchen haben fast die Hälfte meiner Männer getötet. Weil ihr sie angegriffen habt. Haltet euch gefälligst raus. Was soll ich den Familien der getöteten Soldaten sagen? Dass wir die roten Teufel wieder nach Hause schicken? Begreift ihr denn nicht, was ihr hier anrichtet? Was ich tue? Ich bringe die Comanchen zur Raison. Und wenn ihr für das Folgende zu zart beseitet seid, verschwindet lieber. Was ihr hier tun wollt, ist ein Verbrechen. Exekutionskommando! Achtung! Legt an! Zielen! Feuer! Dafür werden uns die Comanchen auf ewig hassen. Private Connor? Sir? Lasst diesen Nale Masiyuf und die 9 anderen hier verscharren. Dann bindet die Gefangenen auf die Pferde. Wir ziehen ab. Jawohl, Sir! Dann sind wir hier wohl fertig. Was, Shoehand? Wir sollten jetzt los und hinter Wupa Umugis Kriegern her. It's clear. Haltet euch bloß von mir fern, Wobble. Die Krieger der Apachen sind bereit. Mein Freund, es tut mir leid. Was hier geschehen ist, bringt Todfeindschaft zwischen Apachen und Comanchen. Aber Old Shoehand trägt keine Schuld. Manitou war gegen uns. Dann verlassen wir jetzt diesen Ort. Old Shatterhand wartet im Llano Estacado auf unsere Hilfe.
Mr. Shatterhand? Ja? Wann glaubt ihr, werden wir auf Encharco und seine Apachen treffen? Ich weiß es nicht. Aber ihr müsst doch eine Vermutung haben, wann... Mr. Parker, ich muss hier eine äußerst schwierige Aufgabe lösen. Wir bewegen uns parallel zu dem Pfad, den Eisenherz abgesteckt hat. Wir dürfen aber nicht zu nah ran, weil wir sonst den Comanchen begegnen. Gleichzeitig müssen wir die Apachen entdecken, die irgendwo hinter ihnen folgen. Und das in einer Wüste, in der es keine Wege gibt. Stört mich bitte nicht. Ist ja schon gut. Ich löse mich sofort in Luft auf. Hey! Heute habe ich euch noch nie erlebt, Mr. Shatterhand. Was beschäftigt euch? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Es ist nicht die Zeit dafür, Hordy. Vielleicht aber doch. Ihr braucht jetzt einen kühlen Kopf. Ich habe in der vergangenen Nacht einen Mann getötet, der mein Freund war. Eisenherz? In der Sprache seines Volkes nannte man ihn Shibabik. Er war der Sohn des stolzen und weisen Häuptlings Feuerstern. Nachdem Feuerstein von Banditen getötet worden war, kümmerte ich mich um seinen Sohn. Eisenherz half uns dabei, die Janogeier zu besiegen und einen Siedlertrick zu retten. Was ist dann mit ihm passiert? Die neuen Häuptlinge der Comanchen impften ihn mit Hass. Trotzdem hielt das Eisenherz für falsch, was sie tun wollten. Und jetzt trage ich die Schuld an seinem Tod. Manchmal ist das Schicksal gegen uns und wir können uns nicht dagegen wehren. Ich werde euch jetzt etwas von mir erzählen, über das ich fast immer schweige. Ihr kennt den Mistake Canyon? In seiner Nähe bin ich euch und Sam Parker begegnet. Und wisst ihr auch, warum der Canyon so heißt? Es heißt, dort habe ein Weißer durch ein großes Missverständnis seinen roten Freund erschossen. Das ist richtig. Dieser Weiße war ich. Was ist geschehen? Es geschah durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Meine Augen waren um 30 Jahre jünger als jetzt, aber doch nicht scharf genug, den Richtigen vom Falschen zu unterscheiden. Ich hatte einen guten Freund. Er war Apache und hieß Klapperschlange. Er verdankte mir das Leben und hatte dafür versprochen, mir einen Platz zu zeigen, wo Nuggets in Mengen zu finden seien. In der Schlucht, die heute Mistake Canyon heißt. Ich hatte mich entfernt, um am Wasser Gold zu waschen. Klapperschlange war am Lager zurückgeblieben. Leider wurde er von einem Comanchen-Häuptling entdeckt, den wir nicht bemerkt hatten. Awad Kutz. Der große Büffel. Er schlug den Apachen nieder und raubte ihn völlig aus. Er nahm ihm sogar seine Decke ab und streifte sie sich selbst über. Als Awad Kutz ihm auch noch den Skalp nehmen wollte, kam Klapperschlange durch die Schmerzen wieder zu sich. Es muss sich ein blutiger Kampf entwickelt haben. Schließlich rannte der Comanche davon. Er sprang auf das Pferd des Apachen und flüchtete. Klapperschlange verfolgte ihn auf dem Pferd seines Feindes. Ich erinnere mich noch heute an die beiden Reiter, die an mir vorbeijagten. Ich höre noch die Stimme von Klapperschlange, wie er schreit: Erschieß ihn! Ich riss das Gewehr hoch und schoss auf denjenigen, den ich für den Feind hielt. Auf eine blutende Gestalt, auf einem fremden Pferd. Damals verlor ich nicht nur meinen Freund, sondern auch den Lebensmut. Nur Sam Parker hat mich Jahre später davon abgehalten, mir selbst die Kugel zu geben. Es war ein Unglück. Ihr habt keine Schuld. Genauso wenig, wie ihr verhindern konntet, was Eisenherz tat. Als er euch angriff, gab es nur noch die Entscheidung zwischen ihm und euch. Da kommen Reiter, direkt von Süden her. Alles halt! Gut aufgepasst, Bob. Auf diese Seite habe ich gar nicht geachtet. Mal sehen, ob durch das Fernrohr zu erkennen ist, wer das ist. Ein älterer Weißer, der eine Art Uniform trägt. Ich glaube, er hat sogar einen Säbel bei sich. Der andere ist ein Roter, vermutlich der Führer des Weißen. Ich glaube, ein Chickasaw. Sie haben noch ein Packpferd bei sich. Nähern Sie sich? Sie reiten einen Bogen nach Nordwesten, aber wenn wir Pech haben, kreuzen Sie trotzdem den Weg der Comanchen oder der Apachen. Das müssen wir einstweilen verhindern. Und wie? Wir fangen Sie ab. Wenn Sie hören, was sich hier bald abspielt, werden Sie bei uns bleiben. Vorwärts!
Wir reiten ihnen entgegen. Sie haben uns gesehen. Sie haben angehalten. Umso besser. Ich hätte sie ungern verfolgt. Haltet die Waffen gesenkt. Sie sollen sehen, dass wir sie nicht bedrohen wollen. Drei Weiße, ein Nigger und ein Haufen Rothäute. Sowas sieht man nicht alle Tage. Halt! Good day, Boys. Was treibt ihr hier mitten in dieser verdammten Wüste? Wir reiten ein wenig spazieren. Eigenartiges Vergnügen. Wenn ich nicht durch den Llano müsste, würde mich kein Mensch hierher bringen. Wer und was seid ihr denn eigentlich? Ihr habt uns Boys genannt, also werden wir wohl welche sein. Unsinn! Habe keine Lust, auf solche Mucken einzugehen. Wenn man im wilden Llano jemanden trifft, muss man unbedingt wissen, wer er ist. Das ist richtig. Und wer seid ihr? Hört mal, ihr müsst doch sehen, dass ich ein hochrangiger Soldat bin. Ihr tragt so etwas wie eine Uniform. Das sagt mir überhaupt nichts. So muss ich euch wohl Aufklärung verschaffen. Habt ihr einmal von dem berühmten Douglas gehört? General Douglas, wollte ich sagen? Nein. Also seid ihr in der Kriegsgeschichte der Vereinigten Staaten ganz und gar unbewandert. Schon möglich. Dieser General Douglas bin nämlich ich. Schön. Freut mich für euch. Ich habe bei Bull Run gekämpft. Das macht euch alle Ehre. Ich war bei Gettysburg, bei Harper's Ferry, bei den Chattanooga-Bergen und in 20 anderen Schlachten. Und ich bin da stets Sieger geblieben. Dann seid ihr wohl ein guter Soldat. Und wer ist euer Begleiter? Du siehst M'Bar vor dir, den Häuptling der Chickasaws. Ich habe von dir gehört, du führst deinen Stamm mit großer Güte. Wie kommt es, dass du in Begleitung dieses Generals reitest? Das Bleichgesicht, das sich Douglas nennt, kam zu uns und ich gab ihm das Versprechen, ihn durch die Wüste zu führen. Was bekommst du dafür? Ich lege in Washington ein gutes Wort für die Chickasaws ein. Ach, wirklich? Das könnt ihr mir glauben. Ein General und Gentleman hält immer sein Wort. Das glaube ich euch sofort. Einstweilen müsst ihr aber bei uns bleiben, denn ihr seid in Gefahr. Warum? Was ist los? Nicht weit von hier führt der Weg einer großen Schar Comanchen vorüber. Sie werden von Apachen verfolgt. Wir werden die Comanchen einschließen. Dann musst du der berühmte weiße Häuptling der Apachen sein. Das bin ich. Und M'Bar wird noch weitere berühmte Männer bei uns treffen. Weißer Häuptling der Apachen. Was soll das heißen? Man nennt mich Old Shatterhand. Die anderen Männer, von denen ich sprach, sind Winnetou, der Häuptling der Apachen, und die Westmänner Old Wobble und Old Surehand. Old Surehand? Was zum Teufel macht der in dieser... Ihr scheint Old Surehand zu kennen. Ich habe natürlich schon von ihm gehört. Ich bin nur überrascht, ihm hier zu begegnen. Warum? Vermutet ihr ihn woanders? Nein. Wie könnte ich? Ich bin ihm ja noch nie begegnet. Dann begleitet uns und ihr werdet ihn sehen. Wenn die Gefahr durch die Comanchen vorüber ist, könnt ihr euren Weg fortsetzen. Na gut. Wir reiten weiter. Halt! Wer kommt? Sei unbesorgt. Ein Freund. Ah, Winnetou. Tut mir leid, in der Dunkelheit habe ich dich nicht erkannt. Hast du Neuigkeiten? Meine Kundschaft haben die Krieger von Wupperumugi gesehen. Sie folgen den Stangen, die wir in den Sand geschlagen haben. Wann werden sie den Kaktuswald erreichen? Wenn der Mond am höchsten steht. Dann müssen die Stangen, die bis jetzt stehen, genügen. Wir müssen hier raus, bevor die Comanchen zu nah sind. Ich werde den Kriegern befehlen, die Spur im Kaktuswald undeutlich zu machen. Die Comanchen dürfen nicht sehen, dass wir ihn wieder verlassen haben. Hast du eine Vermutung, wo die Krieger von Nale Masiyuf und die Apachen sind? Nale Masiyuf kommt nicht. Von seinen Kriegern fehlt jede Spur. Was bedeutet das? Old Shatterhand wird es uns sagen können, wenn er mit den Apachen hier ist. Hoffentlich kommt er rechtzeitig. Wenn die Comanchen merken, dass sie in der Falle sitzen, brauchen wir jeden Mann. Thank you.
Danke, Winnetou. Ich bin völlig ausgetrocknet. Old Shatterhand sieht erschöpft aus. Ach, nach dem, was in den vergangenen Tagen alles geschehen ist, bin ich das auch. Ich werde Old Wobble ein für alle Mal davonjagen. Ich kann noch immer nicht fassen, was bei den 100 Bäumen geschehen ist. Seit wann sind die Comanchen jetzt im Kaktuswald? Ich finde es seltsam, dass sie sich nicht blicken lassen. Ich glaube, als ihr in der vergangenen Nacht ankamt, hatten sie die Lichtung am Ende des Pfades erreicht. Dann wissen sie also längst, dass sie in eine Falle geritten sind. Vielleicht versuchen sie, sich mit Messern und Tomahawks einen anderen Ausweg zu bahnen. Das können sie vergessen. Alte Riesenkakteen sind hart wie Stein und der Wald ist riesig. Da nähert sich jemand über den Pfad. Na endlich. Dann geht's jetzt also los. Enchako! Die Krieger sollen sich am Ausgang des Kaktuspfades so aufstellen, dass man sie gut sehen kann. So soll es sein. Winnetou, Old Shoehand und ich gehen den Comanchen entgegen. Wir wollen hören, was sie zu sagen haben. Die Gewehre nehmen wir mit. Kommt. Das wird interessant. Wopaumugi wird von zwei Männern begleitet. Der eine heißt Apanatschka, der andere muss der Medizinmann sein. Kennst du ihn? Ich habe im Hasental von ihm gehört. Er nennt sich Thibaut Taka. Verdammt, dieses Gesicht. Wenn der Kerl kein Indianer wäre, würde ich glauben, dass er... So, hier erwarten wir sie. Wie könnt ihr es wagen, uns den Ausweg zu verstellen? Wir haben nichts mit euch zu tun. Das glaube ich aber doch. Ihr wolltet die Oase in eure Hand bringen und Soldaten ins Verderben stürzen. Und Bloody Fox sollte am Marterpfahl sterben. Wer hat dir so etwas gesagt? Du selbst, Wopaumugi. Ich habe euch am blauen Wasser belauscht. Du kennst mich? Ich kenne dich, ich erkenne den jungen Häuptling Apanatschka. Und ich vermute, der dritte Mann ist Thibaut Taka, der Medizinmann. Ich habe dich noch nie gesehen. Ich habe deinen Namen im Hasental, in eurem Dorf, gehört. Das glaube ich nicht. Hast du meinen Wawa Derek gekannt? Was? Gefällt dir mein Myrtenkranz? Das sind die Worte meiner Mutter. Hast du sie... Apanatschka kann unbesorgt sein. Es ist ihr nichts geschehen. Ich habe nur den Gefangenen mitgenommen. Dafür wirst du mit dem Leben bezahlen. Lass dich nicht auslachen. Du bist nicht in der Lage, uns zu drohen. Ich habe viele Krieger bei mir. Die jetzt alle im Kaktuswald feststecken, in den wir euch gelockt haben. Oh, du warst das? Wo ist Shibabik? Er hat sein Ziel nicht erreicht. Habt ihr ihn getötet? Er ließ uns keine Wahl. Und jetzt zu unseren Bedingungen. Ihr und all eure Krieger ergebt euch, legt all eure Waffen ab, kommt langsam und einzeln heraus und lasst euch binden. Im Gegenzug schonen wir euer Leben. Und wenn wir uns weigern? Dann werdet ihr sinnlos sterben. Aber auch viele eurer Krieger werden in den Tod gehen. Nichts dergleichen wird geschehen. Wir ergeben uns nicht. Dann beschreibe ich dir jetzt mal eure Lage, damit du klarer siehst. Du steckst mit mehr als 100 Kriegern in einem Kaktuswald fest. Euch geht das Wasser aus und für einen Angriff habt ihr zu wenig Platz. Der Pfad hier raus ist so eng, dass höchstens 5 Reiter nebeneinander passen. So viele Krieger könnte ich allein mit meinem Zaubergewehr aufhalten. Und selbst wenn ihr es bis nach draußen schafft, erwarten euch dort 300 Apachen. Das kann nicht mehr lange dauern. Du sprichst von einem Zaubergewehr. Dann bist du Nina Nonton, die zerschmetternde Hand. Das war nicht schwer zu erraten. Ich habe gehört, du bist ein Freund des Roten Mannes. Du wirst uns nichts antun. Old Shatterhand und Winnetou sind Freunde aller Gerechten und Feinde aller Ungerechten. Und Wopaumugi hat sich bisher wie ein Schurke verhalten. Und wer ist der dritte Krieger unter euch? Tu nicht so scheinheilig. Er war bei euch gefangen. Ja, Old Shatterhand war so feige, sich uns kampflos zu ergeben. Interessant. Ich glaube, Wopaumugi wusste nicht wirklich, wen er gefangen hatte. Wie kommt es, dass du Old Shatterhand erkennst? Das geht dich nichts an. Wenn wir uns ergeben sollen, muss ich mich vorher mit meinen Kriegern beraten. Ich werde euch mitteilen lassen, was die Beratung ergeben hat. Unsinn. Du wirst dich hier und jetzt entscheiden. Die Ehre meines Stammes fordert, dass ich... Komm mir nicht mit sowas.
Du willst auf Zeit spielen. Du glaubst, dass uns Nale Masiyuf mit seinen Kriegern in den Rücken fällt. Ja, ich durchschaue dich. Deine Hoffnung ist vergebens. Nale Masiyuf wird nicht kommen. Woher weiß ich, dass es so ist? Ich sage euch die Wahrheit. Die Soldaten und die Apachen haben ihn bei den 100 Bäumen besiegt. So hat Manitou sich von uns abgewandt. Wir werden nicht kämpfen und werden uns ergeben. Ist Wupaumugi zu feige, selbst für die Ehre seines Stammes zu kämpfen? Was wagst du zu behaupten? Du magst dich kampflos binden lassen, aber ich werde das nicht. Will Apanatschka unsere Krieger ins Unglück stürzen? Unsere Krieger können sich unseren Feinden ausliefern. Es ist das Beste für sie. Aber ich werde mich nicht binden lassen, ohne die Hand zur Abwehr erhoben zu haben. Ich werde um meine Freiheit kämpfen. Auf Leben und Tod. Das ist doch lächerlich. Nein, es ist ehrenvoll. Wenn mein Bruder Old Shatterhand einverstanden ist, mag Apanatschka einen Gegner wählen. Ich bin einverstanden. Würde Old Shatterhand beistimmen, wenn ich ihn wählte? Ja. Und Winnetou? Auch ich. Ich bin stolz darauf, dass ihr mit mir kämpfen würdet. Trotzdem habe ich nicht das Recht, das Messer gegen zwei so berühmte Männer zu richten. So wähle ich Old Shorehand an eurer Seite. Apanatschka, einen Kampf gegen deinen eigenen... Ich tue, was die Ehre mir gebietet. Nimmt Old Shorehand meine Herausforderung an? Ich nehme sie an. Welche Waffe? Ich wähle das Messer. Wir werden an den linken Händen zusammengebunden. Wir kämpfen, bis einer von uns nicht mehr aufsteht. Wann soll der Kampf stattfinden? Sobald alle Krieger hier versammelt sind. Manche sind gefangen. Was ist das denn jetzt noch für ein Zirkus? Geht zurück auf euren Platz, General. Es wird einen Zweikampf geben. Old Shorehand kämpft gegen Apanatschka. Ah, na das werde ich mir mit Vergnügen ansehen. Ich wünsche euch ein schnelles Messer, Mr. Shorehand. Kennt ihr diesen angeblichen General? Nein. Er scheint in irgendeiner Beziehung zu euch zu stehen. Er erschrak, als er von euch erfuhr. Da habt ihr euch ganz bestimmt getäuscht. Und jetzt möchte ich diesen unseligen Zweikampf hinter mich bringen. Ihr habt die Herausforderung ohne zu zögern angenommen. Es war das einzig Richtige. Eine Ablehnung hätte Apanatschka beleidigt. Trotzdem kämpfe ich nicht gern gegen ihn. Er ist ein tüchtiger und anständiger Kerl. Man muss ihn achten. Da sind wir einer Meinung. Gleichzeitig ist er ein gefährlicher Gegner. Seht nur, wie er sich bewegt. Er geht geschmeidig wie eine Raubkatze. Ich weiß. Sollte mir bei diesem Zweikampf etwas zustoßen, habe ich eine Bitte an euch. Sprecht sie aus. Wenn ich kann, werde ich sie erfüllen. Sollte ich fallen, geht nach Jefferson City am Missouri. Dort findet ihr in der Fire Street das Bankgeschäft Wallace & Co. Sagt Mr. Wallace euren Namen und erzählt ihm, was sich zugetragen hat. Das werde ich tun. Wallace wird euch von dem erzählen, was mich immer wieder in den Wilden Westen getrieben hat. Versprecht mir, die Sache in meinem Sinne zu Ende zu bringen. Ich gebe euch mein Wort darauf. Apanatschka und Old Shorehand sind bereit. Die beiden Krieger bekommen jetzt ihre Messer und werden mit einer Hand aneinander gefesselt. Sobald die Trommeln verstummen, soll der Zweikampf beginnen. Tibotaka? Warum trägst du nach so vielen Jahren noch immer diese alberne Maskerade, Lothair? Das sagt der Richtige. Seit wann bist du denn General, Tan? Die Verkleidung ist wirksam. Leo Bender hat mich nicht erkannt. Und mich auch nicht. Und wenn wir Glück haben, bringen sich Leo und Fred Bender jetzt gegenseitig um. So viel Glück haben wir nicht. Ahnt Fred, wer er wirklich ist? Nein. Er hält sich wie einen Comanche. Gut. Und sollte Leo gewinnen, habe ich schon einen Plan. Sei am 26. September am Devil's Head. Bring deine irre Frau am besten gleich mit. Ich bin mit den Comanchen gefangen, schon vergessen. Für einen Taschenspieler ist es doch kein Problem.
Ich stecke dir eine Nachricht in die Satteltasche. Darauf steht, wann und wo du mich treffen kannst. Verschwinde jetzt. Es geht los. Die zwei umkreisen sich. Seht nur, wie sie sich belauern. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Diese großen Messer, sie werden sich niederstechen. Los, mach ihn kalt, Schuhen. Sie haben beide ihre Messer verloren. Gib sie ihnen wieder. Es muss Blut fließen. Nein, der Kampf wird ohne Messer fortgesetzt. Sie versuchen, sich niederzuschlagen, aber sie schaffen es nicht. Niemals! Sie gehen sich an die Gurgel! Ja, weiter! Rest der Haut aus die Luft raus! Ist die Augen platzen! Sie werden sich gegenseitig erwürgen! Was für ein Zweikampf! Sie sind schon ganz blau im Gesicht! Himmel, Sie sind gleich stark! Niemand gibt nach! Es ist vorbei. Sie liegen beide am Boden. Sehen wir nach ihnen. Wir müssen wissen, wie es ihnen geht. Gott sei Dank, Old Shuhand lebt noch. Auch Apanatschkas Herz schlägt. Sie sind nur betäubt. Old Shuhand, wie geht es euch? Meine Kehle ist halb zu. Dann sprecht jetzt nicht. Wie steht es mit Apanatschka? Lebt er noch? Er wird gleich zu sich kommen. Seht, er hat die Augen schon auf. Wer hat gesiegt? Keiner. Dann müssen wir weiterkämpfen. Gebt uns die Messer zurück. Nein, der Kampf ist zu Ende. Ihr seid entweder beide Besiegte oder beide Sieger. Auf jeden Fall hast du dein Leben eingesetzt und bewiesen, dass du dir das Leben nicht schenken lässt. Ihr seid fertig miteinander. Ich wäre damit einverstanden. Ich würde dich ungern wieder in den Staub schicken. Und Old Shurehands Gesicht sieht besser aus, wenn es nicht blau ist. Schneiden wir die Stricke durch. Ja. Ich begebe mich jetzt freiwillig in eure Hand. Ich bin euer Gefangener. Das ist nicht nötig. Der Kampf um die Oase ist vorüber. Apanatschka ist frei und kann gehen, wohin es ihm beliebt. So gestattet mir zu bleiben. Ich muss die Krieger der Comanchen beruhigen. Ich freue mich, mit Old Shurehand einen großen Krieger kennengelernt zu haben. Und ich würde mich freuen, wenn ich Apanatschka einen Freund nennen dürfte. Ich werde diesen Ort vermissen. Diese Oase war wie ein Zuhause für mich. Das Beste, das ich je hatte. Wie meinst du das, Senna? Bloody Fox hat es zwar nicht offen ausgesprochen, aber ich spüre es. Er wird die Oase aufgeben. Jetzt sind alle versorgt. Comanchen, Apachen und auch die Weißen haben zu essen und auch genügend Wasser. Ich danke euch, Fox. Es tut mir leid, dass wir auch die Gefangenen zur Oase schaffen mussten, aber die Comanchen wären sonst verdurstet. Dann erfüllt die Oase wenigstens noch einen letzten Zweck. Versteht ihr jetzt, was ich meine? Ihr wollt die Oase verlassen, Fox? Dieser Ort war mal das Geisternest. Das Versteck des Geistes des Llano Estacado. Jetzt zieht er nur noch Unheil an, wie wir erlebt haben. Und ein Geheimnis ist da auch nicht mehr. Und was wird aus Bob und mir? Ihr kommt natürlich mit mir.
Ihr seid meine Familie geworden. Wir finden ein neues Zuhause. Wirklich? Das muss ich sofort Bob erzählen. Ich danke euch, dass ihr uns gerettet habt, Old Shatterhand. Das war meine Pflicht. Wie geht es jetzt weiter? In Charkor nimmt die gefangenen Comanchen mit zum Rio Pecos und lässt sie dort laufen. Ihre Waffen behält er. So wird es lange dauern, bis die Comanchen wieder gefährlich werden können. Was ist mit Old Wobble? Er geht mir aus dem Weg seit der Schlacht mit Nale Maseyuf. Ich hoffe, er sieht endlich ein, dass er bei den 100 Bäumen großes Unheil eingerichtet hat. Leider scheint es sich mit dem General verbrüdern zu wollen. Die hängen ständig zusammen. Was habt ihr gegen General Douglas? Er gefällt mir nicht. Zudem scheint ihn irgendetwas mit Old Shorehand zu verbinden. Er wird immer nervös, wenn Old Shorehand in seine Nähe kommt. Finde das enttäuschend. Wir haben die Comanchen im Sack und diese Betbrüder von Old Shatterhand und Winnetou wollen sie fast ungeschoren davonkommen lassen. Da gebe ich euch recht, Mr. Cutter. Wir sollten die roten Burschen allesamt aufhängen. Meine Rede. Aber Old Shatterhand fährt mir über den Mund, seit ich ihn kenne. Ich habe das so satt. Vermutlich erwartet er jetzt von mir, dass ich mich dafür entschuldige, dass wir den Rothäuten bei den 100 Bäumen eingeheizt haben. Darauf kann er warten, bis die Hölle zufriert. Dann kommt doch mit mir. Und gemeinsam werden wir den großen Helden eine große Lektion erteilen. Was habt ihr vor? Wir verlassen heute Nacht die Oase und wir nehmen etwas mit, was die Helden wie zahnlose alte Weiber zurücklässt. Was meint ihr? Ihre Gewehre. Der Henrystutzen, der Bärentöter und die Silberbüchse. Was für prächtige Waffen. Die sind ein Vermögen wert. Das wäre tatsächlich ein Spaß. Der große Old Shatterhand lässt sich seine Gewehre klauen. Ich genieße jetzt schon das Gelächter, wenn das bekannt wird. Dann helft ihr mir also? Mit Vergnügen sogar. Achtung, da kommt Old Shatterhand. Ich werde jetzt von etwas anderem reden. Ja, das war eine lustige Gesellschaft, die wir trafen. Sie hatten sich da festgesetzt, um von ihrem Jagdzug auszuruhen. Wie ich hörte, wollen sie noch eine Zeit lang bleiben. Da gibt es interessante Kerle dabei. Am interessantesten war einer, der verteufelt viel durchgemacht hatte. Er erzählte ohne Unterbrechung von seinen Abenteuern. Wenn ich mich nicht irre, nannte er sich Saddler. Aber einer seiner Gefährten sagte mir im Vertrauen, dass er eigentlich Atters heißt. Dan Atters. Er soll auch schon andere Namen geführt haben. Hat dazu wohl einen guten Grund. Mir war das aber... Was seid ihr da? Atters? Wirklich Atters? Natürlich, Sir. Habt ihr da richtig gehört? Wüsste nicht, dass ich schlechte Ohren habe. Und Namen kann ich mir gut merken. Also wirklich, Dan Atters. Habt ihr diesen Mann genau betrachtet? Das denke ich wohl. Beschreibt ihn mir. Beschreiben. Wo soll ich da anfangen? Er sah aus wie 100 andere auch. War er lang, kurz, dick, dünn? Wenn ich es sagen soll, war er ungefähr von meiner Figur. Auch das Alter könnte dasselbe sein. Im Übrigen hatte er nichts Besonderes an sich. Erinnert euch. Könnt ihr euch auf seine Zähne besinnen? Seine Zähne? Aber natürlich. Ja, seine Zähne. Er hatte 2 Zahnlücken. Wo? Rechts eine und links eine. Oben oder unten? Oben natürlich. Sie waren nämlich gut zu erkennen. Dann ist er es, den ich suche. Ihr sucht ihn? Ist er euer Feind? Ich bin seit vielen Jahren hinter ihm her. Dann kann ich euch vielleicht helfen, ihn zu schnappen. Ich sah ihn vor ein paar Tagen unten im Fort Terrell. Und er will dort bleiben? Das sagte er jedenfalls. Wie lange? Eine Woche, wenn ich recht gehört habe. Und wie lange ist das her? 4 Tage von heute angerechnet. 4 Tage. Also sind es jetzt noch 3. Ihr sagt das so eigenartig. Wollt ihr etwa hinreiten? Ja, ich muss. Und wenn er schon fort ist? Dann jage ich ihm nach. Und wenn seine Spur sonst wohin führt. Bitte entschuldigt mich. Ich muss so schnell wie möglich los. Thank you.
Probier das mal, Apanatschka. Dieser Saft ist von den Früchten, die in der Oase wachsen. Ich danke dir, aber ich habe eure Gastfreundschaft nicht verdient. Unsinn, die Kämpfe sind vorbei. Du bist hier willkommen. Old Shoehand, was ist los? Ich muss so schnell wie möglich nach Fort Terrell. Dan Atters ist dort. Ich erinnere mich. Das ist einer der Männer, die ihr sucht. Woher wisst ihr, dass er in Fort Terrell ist? Der General hat ihn dort gesehen. Und das hat er euch erzählt? Ich kam zufällig dazu, als Atters Name fiel. Und ihr glaubt dem General? Er hat ihn genau beschrieben. Kann es vielleicht sein, dass der General absichtlich von Atters gesprochen hat, als ihr kamt? Das spielt keine Rolle. Ich werde in jedem Fall reiten. Darf ich dich begleiten? Natürlich. Wenn das dein Wunsch ist. Ich muss viele Dinge wieder gut machen. Und ich begleite dich gern. Dann erlaubt bitte, dass auch Winnetou und ich mitkommen. Es wäre mir eine Ehre. Dann helfe ich euch bei den Vorbereitungen. Bringt alle eure Sachen in die Hütte, auch die Waffen. Dann ist morgen früh schon alles beisammen. Danke, Bob. Ich sehe sofort nach dem Pferd. Und schon gehen unsere Freunde wieder. Komm, Bob, bereiten wir die Nachtlager vor. Wird dein Vater Tibotaka nicht erzürnt sein, wenn du mit uns gehst? Er hat mir nichts zu befehlen. Du scheinst ihn nicht zu mögen. Ich hasse ihn. Er schlägt meine Mutter. Er schlägt sie jedes Mal, wenn sie die Worte... Wenn sie die Worte Wawa Derek und Myrtenkranz benutzt? Ja, es sollen Zauberworte sein. Weißt du, was diese Worte bedeuten? Nein. Obwohl du der Sohn des Medizinmannes bist? Er teilt mir seine Geheimnisse nicht mit. Warum interessierst du dich dafür? Bitte verzeih mir, dass ich nachfrage, aber dieses Rätsel beschäftigt mich, seit ich deine Mutter Tepovete gesehen habe. Dann weißt du auch, dass ihre Seele von ihr gewichen ist? Ja, ich weiß es. Hast du ihre Seele noch bei ihr gesehen? Nein. Als ich noch ein Kind war, hatte sie sie schon verloren. Ist der Medizinmann ein Naini-Comanche? Nein, er ist von einem anderen Stamm zu den Naini gekommen. Das ist viele Sommer her. Von welchem? Das weiß ich nicht. Er sagt es niemandem. Kennst du das Wort Tibo? Tibotaka ist der Name meines Vaters. Ich kenne die Sprache deines Volkes. Und das Wort Tibo gibt es darin nicht. Auch dieses Wort ist ein Geheimnis meines Vaters. Offenbar ein Mann voller Geheimnisse. Ja. Was denkt Old Shatterhand darüber? Ich kann mir noch keinen Reim darauf machen, aber ich weiß, dass es etwas zu bedeuten hat. Begeben wir uns jetzt lieber zur Ruhe. Wir müssen morgen früh los. Moment, ich bin gleich ganz wach. Oh Mann, ich war so erschöpft. Ich habe so tief geschlafen wie lange nicht mehr. Okay, ich bin wach. Holen wir unsere Sachen aus der Hütte. Das ist es ja, weshalb ich euch wecke. Ein Teil der Sachen ist weg. Old Wobble, der General und der Chickasaw sind auch verschwunden. Zeig das mir. Verdammt! Ich wusste, dass man dem Kerl nicht trauen kann. Aber dass er sich gleich an unseren Gewehren vergreifen würde. Die Silberbüchse. Das Erbe meines Vaters. Der General wird alles wieder hergeben müssen. Wann, sagtest du, sind sie losgeritten, Bob? Laut Enchako schien der Mond noch. Was? Der Mond? Heute früh? Es war bereits am sehr späten Abend. Und Old Wobble war bei Ihnen? Ja,
Wenn ich diesen Kerl in die Finger kriege. Sie müssen sich in die Hütte geschlichen haben, nachdem wir unsere Sachen reingebracht hatten. Und danach sind sie sofort losgeritten. Wir müssen ihnen sofort nach, solange ihre Spuren noch zu lesen sind. Ich kann euch leider nicht begleiten, Mr. Shatterhand. Ihr müsst den Halunken natürlich sofort nach, aber mein Weg führt trotzdem nach Fort Terrell. Ich darf keine Zeit mehr verlieren. Das verstehe ich. Immerhin werdet ihr nicht allein sein. Aber Natschka begleitet euch. Ich wünsche euch alles Gute. Ich euch auch. Lebt wohl. Auch Winnetou und ich müssen jetzt los, Bob. Kümmert euch bitte um Sam Parker und Josh Hawley. Diese Sache müssen wir allein erledigen. Passt auf euch auf, Sir. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Die Spur des Generals ist gut zu erkennen. Wenn wir nicht zu oft rasten, holen wir sie morgen ein. Die Pferde werden sehr viel Wasser brauchen, wenn wir dieses Tempo beibehalten. Hatter Tietler und Ilchi tragen uns durch das Feuer, wenn es nötig ist. Die Spur teilt sich. Einer der drei Reiter ist von der Richtung abgewichen. Leider ist der Boden zu steinig. Ich kann nicht erkennen, ob es das Pferd eines Indianers oder eines Weißen war. Also hat sich einer von den anderen getrennt. Nur wer? Und wer von ihnen hat unsere Gewehre? Wenn wir uns für die falsche Spur entscheiden, haben wir verloren. Nein, wir müssen darüber nachdenken, was sie tun könnten. Wohin kämen wir, wenn wir der geraden Spur folgten? Sag du's mir. Der Llano Estacado ist auch mir manchmal ein Rätsel. Das nächste Ende der Wüste liegt genau nördlich von hier. Und dort treffen wir auf Helmers Home. Und wohin führt die andere Spur? Ist nichts. Das ergibt keinen Sinn. M'Bah kennt die Wüste und er würde nie jemanden ins Verderben schicken. Oh. Dann war er es, der sich von dem General und Old Wobble getrennt hat. Vermutlich tat er es, als er von dem Diebstahl erfuhr. Aber woher wissen der General und Wobble dann, wo sie hin müssen? M'Bah wird ihnen die Richtung gezeigt haben, um nicht ihren Zorn zu erwecken. Allein schlug er denn später auch wieder die richtige Richtung ein. Dann reiten wir jetzt direkt nach Helmers Home. Wenn wir Glück haben, erwischen wir die Diebe dort noch. Das eine Art, einen General zu bedienen, Helmers? Wo bleibt unser Essen? Nur mal langsam, Mr. Douglas. In meinem Haus benimmt man sich anständig. Macht schon, wir sind in Eile. It's clear. Ihr seid nicht der Old Wobble, von dem ich gehört habe, Mr. Cutter. Thunderstorm! Woher wisst ihr, wer ich bin? Da habt ihr's. Der Old Wobble, der mir beschrieben wurde, grinst übers ganze Gesicht, wenn man ihn erkennt. Ist irgendetwas geschehen, warum ihr so gehetzt seid? Was gehen euch unsere Angelegenheiten an? Tut lieber, was ich euch befohlen habe. Ihr habt mir nichts zu befehlen. Wie lange wollt ihr denn auf Helmers Home bleiben? Wir werden weiterreiten, sobald wir gegessen haben. Solltet ihr jemals damit fertig werden? Um diese Zeit? Es wird bald Nacht sein. Das ist uns gleich. Vielleicht können wir die Herren überreden, zu bleiben. Teufel! Die Hände bleiben auf dem Tisch. Sitzen bleiben. Keiner rührt sich. Der nächste Versuch kostet euch die Finger. Winnetou ist ein Meister mit dem Tomahawk. Old Shatterhand, was geht dir vor? Tut uns leid, dass wir so reinplatzen, Mr. Helmers, aber diese beiden Männer sind Diebe. Steht langsam auf, zieht die Revolver mit zwei Fingern heraus und lasst sie fallen. So ist es gut. Wo habt ihr unsere... Ah, in dieser Decke sind sie eingewickelt. Da stehen bleiben. Das gibt's doch nicht. Der Bärentöter, die Silberbüchse und der Henry-Stutzen. Und ich habe diese Kerle als Gäste empfangen. Da habt ihr euch ja eine schöne Gesellschaft ausgesucht, Mr. Cutter. Zuerst dieser Irrsinn bei den 100 Bäumen und jetzt das.
Was ist nur aus dem alten Old Wobble geworden? Was bildet ihr euch ein, über einen General zu urteilen? Ich sehe diese Gewehre jetzt zum ersten Mal. Was sagt ihr? Dafür wart ihr aber ganz schön erschrocken, als wir hereinkamen. Ich sage, dass ihr der Dieb seid, Cutter. Ich will nichts mehr mit euch zu tun haben. Du Falscher! Ah! Aufhört! Sofort! Du Hund hast mir 2 Zähne ausgeschlagen. Und selbst die sind nicht echt. Du hattest sie nur in deine Zahnlücken gesteckt. Steht auf, General, oder was ihr auch immer seid. Als Hausherr dürft ihr bestimmen, was mit den Kerlen geschehen soll, Mr. Hernes. Aber ihr seid die Bestohlenen, Mr. Shatterhand. Macht mit ihnen, was ihr wollt. Nach den Gesetzen der Prärie hättet ihr den Tod verdient. Aber ihr sollt die Möglichkeit bekommen, über eure Taten nachzudenken. Ihr haltet uns eine Moralpredigt. Da sterbe ich lieber. Mr. Douglas hier ist ein Dieb. Und Diebe müssen bestraft werden. Ihr werdet vor das Haus geschafft und bekommt 50 Hiebe. Hiebe! Ich werde... Nichts wirst du, Schuft. Ich bin noch nicht fertig. Auch Old Wobble verdient eine Lektion. Er hat sich anstiften lassen. Und so wird er euch die Hiebe verabreichen. Das werde ich nicht tun. Doch, das werdet ihr. Und wenn ihr euch weigert, auf mein Kommando zuzuschlagen oder ihr nicht aus Leibeskräften zuschlagt, bekommt ihr selber 50 Hiebe und dann eine Kugel in den Kopf. Danach werdet ihr Helmers Home unverzüglich verlassen. Und wer sich hier wieder blicken lässt, wird erschossen. Und jetzt raus mit euch! Ja, so gefällt ihr mir, Mr. Douglas. Schön an den Pfosten gebunden. Gebt mir meine Jacke zurück! Ihr sollt in den vollen Genuss der Haselrute kommen. Wenn du es wagst, mich zu schlagen, bringe ich dich um! Ich bringe dich um! Los! Ach, wenn's sein muss. Sie sind weg. Ich bin dem General noch eine Weile gefolgt. Er ritt nach Nordosten davon. Und Old Wobble? Er war schon nicht mehr zu sehen. Er fürchtet die Rache des Generals. Wir haben leider schlechte Nachrichten. Mr. Helmers? Bevor ich dem General seine Jacke zurückgab, habe ich ihre Taschen durchsucht. Ich fand diesen Ring, der ganz sicher nicht seiner war. Der Trauring einer Frau. Auf der Innenseite trägt er eine Gravur. E.B. 5.8.1842. Vermutlich werden wir nie erfahren, wem er gehörte. Noch beunruhigender ist aber ein Zettel. Der General hat eine Adresse darauf notiert. Wallace & Co., Fire Street, Jefferson City, Missouri. Kennst du diesen Ort? Old Shuhand nannte ihn mir vor dem Kampf mit Apanatschka, für den Fall, dass er sterben sollte. Dieser sogenannte General ist hinter Old Shuhand her. Aber warum hat er Old Shuhand dann nach Fort Terrell geschickt? Das liegt südlich des Llano. Vermutlich aus Furcht, um ihn von sich abzulenken. Oder der General will ihm eine Falle stellen. Reiten wir nach Fort Terrell? Wir würden zu spät kommen. Die beste Chance, etwas zu erfahren, ist in Jefferson City. Das ist ein weiter Weg. Wir müssen dorthin. Ich fürchte, Old Shuhand ist in Gefahr. Wieder nichts. Auch im Store weiß man nichts. Was ist los, Apanatschka? Diese Krieger, die Ketten an den Füßen tragen, gehören zum Stamm Nale Masiufs. Los, weiter! Rein mit euch! Verdammt, du hast recht.
Und dieser Offizier da ist Captain Miller. Du kennst diesen Mann? Ja, leider. Er ist der Offizier, der bei den 100 Bäumen... Ja, ich kenne ihn. Na endlich! Zumachen und abschließen! Was wird mit diesen Kriegern geschehen? Ich weiß es nicht. Ich muss... Bleib hier. Wenn dich einer der Krieger als Naini-Comanchen erkennt, dann... Die bringen es fertig, dich auch noch zu verhaften. Lass uns gehen. Old Surehand! Auch das noch. Miller hat uns gesehen. Welche Überraschung. Was tut ihr denn in Fort Terrell? Ich habe jemanden gesucht. Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein, er ist nicht hier. Oh, das tut mir aber leid. Was geschieht mit den roten Kriegern? Mit wem? Was geschieht mit den Männern, die dort eingeschlossen sind? Wer will das wissen? Apanatschka, ich habe ihn als Führer engagiert. Ah, nun ja, diese Rothäute werden bestraft. Sie haben viele Soldaten ermordet. Sie! Danke für die Auskunft. Wir gehen jetzt. Lebt wohl, Captain. Komm, Apanatschka. So etwas wie bei den 100 Bäumen wird uns nie wieder passieren. Wir haben jetzt jemanden als Scout, der wie eine Rothaut denkt, aber nach unserer Pfeife tanzt. Ach ja? Wenn ihr durchs Tor reitet, seht ihr ihn. Ein Halbapache namens Yato Inda. Euch Westmänner brauchen wir nicht mehr. Verschwinden wir von hier. Ja. Xenanda. Reiten wir. Hey! Was verbindet dich mit dem Mann, den du verfolgst? Dein Athos hat meiner Familie schlimme Dinge angetan. Wohin führt dich jetzt dein Weg? Nach Hause zurück. Oder jedenfalls zu einem Ort, der dem nahe kommt, was andere zu Hause nennen. Er liegt in Missouri, in Jefferson City. Das ist weit von dem Ort, zu dem ich hin muss. Kehrst du zu deinem Stamm zurück? Nein. Ich muss erst wieder zu mir selbst zurückkehren. Wie meinst du das, Apanatschka? Ich dachte, es wäre einfach, den Hass hinter mir zu lassen, den unser Häuptling Wupa Umugi verspürt. Ich dachte, es wäre einfach zu wissen, was richtig ist. Aber als ich ihm vorsah, wie meine Brüder behandelt werden... Du hast etwas gesagt, als wir das Fort verließen. Was war das? Xenanda, der wahre Name des Indianer-Scouts. Der weiße Mann irrt sich, wenn er glaubt, es wäre ein Apache. Er ist der Enkel des alten Häuptlings Tokvikawa von den Naini-Comanchen. Und du willst ihm helfen, deine Brüder zu befreien? Nein. Das wird er allein tun. Ich kann weder zurück zu meinem Volk noch gutheißen, was die Bleichgesichter tun. Ich muss erst mich selbst wiederfinden. Und das kann ich nur, indem ich alles hinter mir lasse und zu den heiligen Steinbrüchen wandere. Tja, dann trennen sich hier also unsere Wege. Ja. Ich hoffe, Manitou führt dich wieder auf die Spur des Mannes, den du suchst. Und auch dir wünsche ich, dass du findest, was du suchst. Leb wohl. Leb wohl. Hör! Hey! Ich finde dich, Atas. Was kann ich für euch tun, Sir? Ist das Bankgeschäft Wallace & Co.? Steht auf dem Schild, Sir. Ich will nur sicher gehen. Ist Mr. Wallace da? Zurzeit nicht, Sir. Mr. Wallace ist zu Tisch.
Na, macht nichts. Ich habe zwei Dinge für euch zu erledigen. Erstens möchte ich, dass ihr mir diesen Scheck ausbezahlt. $5,000 von Gray and Wood in Little Rock. Das dürfte kein Problem sein, aber natürlich muss ich erst Mr. Wallace fragen. Wollt ihr auf ihn warten, Sir? Nein, keine Zeit. Dann gehe ich doch zu einer anderen Bank. Wie ihr meint, Sir. Ich habe aber noch etwas. Ich möchte, dass ihr Mr. Wallace eine Nachricht für Old Shorehand ausrichtet. Für wen? Für Old Shorehand. Für Leo Bender. Gern, Sir. Ich bin bereit. Wie lautet die Nachricht? 26. September, Devil's Head. Fred Bender. Fred Bender? Sein verschollener Bruder? Ja, ich glaube, das wird ihn interessieren. Und wer seid ihr, Sir? Nur ein Freund der Familie.